und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht das mit mir. Ich bin Vicky und ich bekomme jetzt gleich ein paar Fragen gestellt. Ich habe offen gesagt ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt, aber schauen wir einfach mal. Ich bin die Laura und ich weiß tatsächlich auch nicht, was jetzt auf mich zukommt, denn es stehen einige Fragen bevor, die ich heute beantworten muss. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich bin 27, aber man ist eigentlich immer nur so alt, wie man sich fühlt. Also bin ich im Kopf, glaube ich, jünger. Ich bin 26. Aus Wuppertal eigentlich, aber seit knapp 5 Jahren in Köln. Ich komme gebürtig aus Kassel, aus Hessen. Was sind meine Hobbys? Also wenn nicht gerade Lockdown ist, dann mache ich Kickboxen, ich gehe reiten, ich spiele kein Klavier. Ja, ich treffe mich gerne mit Freunden, gehe gern aus, rauche auch mal Shisha. Also eigentlich alles, was... Ja, was man immer so macht. Meine Hobbys sind Tanzen, vor allen Dingen Commercial Style, Heels, aber auch Singen. Ich habe jahrelang Taekwondo gemacht und ich fahre auch sehr, sehr gerne Fahrrad bei schönem Wetter. Ja, ich bin nach Köln gekommen, um an der Sporthochschule zu studieren. Das habe ich auch gemacht, habe dann meinen Bachelor 2019 beendet und seit September 2020 mache ich die Ausbildung zur Schauspielerin an der IRF in Köln. Also, ich bin gelernte und diplomierte TV-Journalistin und Moderatorin. Das habe ich in Dortmund gemacht. Genau, danach habe ich meine Ausbildung gemacht, also mein Volontariat bei der Motorpresse, bei Automotor und Sport, weil ich so autobekloppt bin. Und ja, seitdem arbeite ich als Moderatorin und Redakteurin in verschiedenen Bereichen. Oh, mein Lieblingsfach in der Schule, boah, ist eine gute Frage. Das war, ich glaube, das war Englisch tatsächlich, ja. Sport. Mathe. Chemie. Naja, gibt es eigentlich mehrere. Chemie, Mathe, Physik. Oh, was wollte ich als Kind später werden? Anfangs wollte ich immer Lehrerin werden und tatsächlich dann wollte ich Journalistin werden. Und den Traum habe ich mir auch erfüllt. Ich wollte mal tatsächlich Gerichtsmedizinerin werden. Das war ein ganz, ganz großer Wunsch. Dann ist es, glaube ich, irgendwann mal gewechselt auf Sängerin und irgendwann auch auf Schauspielerin. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt meinen Weg gefunden. Oh mein Gott, mein Lieblingssong. Oh mein Gott, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin so ein Musikfreak. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, gar keinen Musiksong, so Lieblingssong. Oh mein Gott, nein, habe ich, glaube ich, gar nicht. Ach je. Mein momentaner Lieblingssong, boah, das ist eine richtig gute Frage. Ich muss mir überlegen, was höre ich die ganze Zeit im Auto? Ich bin, um ehrlich zu sein, großer Fan von Kai Fichtner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist gerade ganz groß am Rauskommen. Sein Künstlername ist KF. Und der hatte, ich glaube, letztes Jahr im Sommer seinen Durchbruch mit Ich würde lügen. Und das höre ich mir offen gesagt momentan ganz gerne an. Boah, richtig gute Frage. Offen gesagt, momentan auf Netflix Why Him. Kann ich nur empfehlen, ist echt sehr lustig. Viele. Ich glaube, ich bin seit neuestem super, super krasser Matrix-Fan, weil ich jetzt vor kurzem die 3 Filme durchgeschaut habe und die waren einfach mega, mega geil. Definitiv Friends. Friends forever. Auf jeden Fall. Meine Lieblingsserie ist Haus des Geldes. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Auch so viel! Die super, super leckere Tortilla, die meine Mama immer macht, wenn ich komme. Ja. Ich mich selber. Okay. Quirlig, offen und irgendwie auch ein bisschen bekloppt. Jetzt wollt ihr es aber wissen. spontan, positiv und immer gut gelaunt. Okay, das waren mehr als 3 Worte. Oh nein. Ach du Scheiße. Serien. Ah! Filme. Sommer. Sommer. Strand. Oh, das ist tricky. Ich bin vor kurzem erst das allererste Mal im Skiurlaub gewesen und bin Snowboard gefahren. Das war so geil. Aber ich muss trotzdem Sommerurlaub sagen. Strandurlaub, ja. Nachtmensch.
Tag, Mensch. Musik. Musik. Kaffee. Kaffee. Sport. Sport. Wir haben Corona. ich würde aber trotzdem Kino sagen. Kino. Tatsächlich mittlerweile selber kochen. Bestellen. Morgenmuffel ist schon echt negativ. Aber ja, vielleicht doch eher das. Frühaufsteher. Gerne. Okay, gern geschehen. Das war's von uns heute bei So geht das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal.